Oh yeah, Elektroschrott. Welch merkwürdiges Schauspiel war es, dessen Zeugen ihr gerade wurdet. Ein Mischungsritual. Ich muss dazu gestehen, ich habe lange, lange Zeit geraucht. Beschissene Angewohnheit, ja. Und habe eigentlich so vor ungefähr 6-7 Jahren damit aufgehört. Aber ich sage eigentlich ganz bewusst, weil, naja, wenn man irgendwie ein bisschen Alkohol in meine Nähe gebracht hat und jemand zum Anschnorren da war, ach, also richtig losgekommen bin ich davon nie. Neulich war es jetzt auch noch so, dass aufgrund von Stresserei im Büro und allgemeinem ich wirklich schon an Zigarettenautomaten gestanden habe und kurz davor war, mir da welche zu kaufen, und das wäre die ultra dumme Idee gewesen. Und stattdessen habe ich die, ich sage jetzt mal, etwas weniger dämliche Alternative gewählt, bin in einen Laden gejettet, den mir der Sascha Berger empfohlen hat, den ihr hier von der Elektroschrottmusik kennt, und habe mir so eine E-Zigarette besorgt. Und wie das bei mir so ist, wenn man etwas Handwerkliches damit machen kann, dann tue ich das auch. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, meine eigenen Liquide zu mischen. Tja, die hat man dann in solchen Fläschchen hier drin. Das hier ist übrigens gerade Apfelküchel. Oh mein Gott, das Zeug schmeckt so abgefahren. Und die wollen gut gemischt werden. Ja? Entschuldigung. Das wäre doch nicht ich, wenn ich das tatsächlich dauerhaft von Hand mischen würde, oder? Die Idee, die ich zum Schütteln dieser Fläschchen hier habe, ist eigentlich eine relativ einfache Sache, und es geht darum, hier Schrott zu verwerten. Was habe ich denn hier? Also einmal, das hier ist ein Gleichstrommotor, der kommt, glaube ich, für mich nicht alles täuscht. Das müsste der Schubladenmotor von einem DVD-ROM oder sowas sein. Funktioniert bei ungefähr 3 bis 5 Volt wunderbar. Dann habe ich hier eine doppelseitig kupferkaschierte FR4-Platine. Ja, die ist das Beispiel dafür, dass bei mir das Belichten von den Platinen nicht immer ganz so klappt, wie ich es mir wünsche. Ich habe dann damals vor dem Ätzen einfach den gesamten Fotolack runtergestrippt und das Teil seitdem als Untersetzer verwendet. Diese dezenten Bierglasringe, die hier drauf sind, finde ich allerdings als Design ganz geil. Deswegen verwende ich die heute mal. Dann habe ich hier so ein Plastikröhrchen. Kennt ihr hoffentlich, denn die sind, Sekunde, ich habe hier noch eins. Das sind hier die, wo man so Chips drin hat, ne? Und ich habe so einen Plastikpappel, ja, Plastikpappel. Der kommt auch aus so einem Röhrchen, das ist das, wo die am Ende mit zugemacht werden. Ja. Was will ich damit machen? Ja, ich beschreibe euch jetzt erstmal den Schlachtplan, dann schauen wir hinterher, ob es auch tatsächlich klappt. Ich werde hier unten so einen Schlitz reinsägen, so dass ich den Motor da reinschieben kann. Stellt euch jetzt vor, die Platte wäre so Schlitzdings. Dann werde ich den Motor von hinten mit der Platte verschrauben. Dann schnappe ich mir den Pöppel hier, dann klebe ich den mit Epoxy oder Sekundenkleber, weiß ich noch nicht, hier auf dieses Rad drauf. Ja. Und dann, wenn man sich jetzt vorstellt, der Motor, der hat da also diese Scheibe hier, die geht da knapp drüber, werde ich entweder mit diesem oder noch einem anderen, ich habe noch ein längeres Stück, muss ich mal gucken, was ich dafür verwende, werde ich mir ein Teil bauen, wo ich hier oben ein Loch durchbohre, dann kommt da irgendwie eine Art von Achse durch, und das lasse ich dann so frei beweglich nach unten auf die Platine drauf. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass dieser Pöppel hier an diesem Zahnrad dran ist, ja, von dem Motor, ja, und sich das Teil dreht, dann könnt ihr euch gut vorstellen, wie dann dieses Ding hier von diesem Teil, das da so reingreift, ja, dann hin und her bewegt wird. Dann brauche ich nur noch irgendeine Idee, da bin ich noch nicht besonders weit, wie ich meine Liquidfläschchen mit dem Plastik verbinde. Dann kommt das Ganze hier irgendwie, ich glaube, da säge ich so 2 Schlitze rein oder so, und dann säge ich hier da rein, ne, und dann stelle ich das irgendwie auf mit dem Motor hinten dran. Und diesem Teil vorne dran. Und die Bewegung wird dann machen, dass das tak, 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 schön hin und her wackelt. Soweit die Theorie. Puh, ich
Ich würde sagen, dann packe ich mal die Kreissäge aus und kümmere mich als erstes mal darum, diesen Schlitz hier zu schneiden. Ne? Es geht noch einfach. Ich habe gerade festgestellt, dass sich das Teil ja ganz easy hiervon abpäppeln lässt. Ich dachte, das wäre festgeklebt. Dann brauche ich ja gar keinen Schlitz in meiner Platine, sondern muss nur ein Loch für die Achse bohren. Ha, wie schön. Wenige Bohrvorgänge später haben wir die benötigten Löcher. Übrigens, wenn ihr so diese Platten hier bohrt, ja, noch viel Kupfer ist, zum Entgraten eignen sich prima diese super billigen chinesischen Pinzetten. Die steckt man einfach rein, dreht man ein paar Mal, dann geht man da noch einmal einen Teil drüber und dann ist das entgratet und sauber. So, kann ich den Motor reinschrauben. Der Motor ist drin, befestigt mit zwei alten M2x4 Schrauben, die habe ich aus einer Festplatte geklaut und jetzt kommt hier das Ding jetzt wieder drauf. Einfach auf die Achse stecken, runterdrücken. Passt. Wunderbar. Üdelüt. Funktioniert. So, mit der Platte sind wir jetzt eine Bohrung weiter. Und zwar die hier oben. Und die Bohrung, die werde ich benutzen, um diese wunderbare M3-Schraube, die ich noch in meiner Schraubenkiste gefunden habe, als Achse zu benutzen. Dann habe ich mir hier noch ein etwas längeres Stück von diesem Plastikzeugs abgeschnitten. Das kommt da dann drauf. Andersrum Dingens. Und dann werde ich noch so ein bisschen mit Kleingefrickelteilen experimentieren, die ich hier als Abstandshalter und weiß nicht was benutze. Und dann sollte das hier eigentlich mal vorläufig funktionieren. Das zeige ich euch dann, wenn ich es zusammengedengelt habe. Ja, so sieht das jetzt aus. Da habe ich eine Schraube, einen Abstandshalter, eine Hutmutter, ein paar Beilagschaben, eine relativ einfache Kiste. Unten am Motor habe ich einfach nur Kabel vom Netzteil dran. Und jetzt gebe ich einfach mal 3 Volt. Bisweilen sind die einfachsten Lösungen die besten. Gummiband, was für meine Eltern gut genug war, ist auch für mich gut genug. Und jetzt gebe ich mal Spannung. Ich würde mal sagen, wenn man das Ding so einfach mal über Nacht laufen lässt, ist am nächsten Morgen alles gut geschüttelt. Und hier reden wir gerade mal von 3 Volt, mehr braucht das nicht. Und zieht dabei, lasst mich gucken, 200 mA. Also, das ist vertretbar, das könnte man noch über USB powern. Ja, hoppala, vorausgesetzt, es fällt einem nicht der Pöppel ab. Was lehrt uns das? Sekundenkleber ist für sowas nicht gut genug, da muss ich nochmal mit dem 2-Komponenten-Kleber bei. Der hält dann aber auch. Eine Folge Elektroschrott ist mal wieder durch und ich habe zumindest die Machbarkeit meines Projekts bewiesen. Ja, das ist auch schon mal nicht schlecht. Was ich für dieses Projekt jetzt noch brauche, ist ein zweiter Teil von dem Video, von dem ich noch nicht weiß, wann es kommt, wo ich noch folgende Dinge machen muss. Den Pöppel da mit 2-Komponenten-Kleber festkleben, das mache ich aber gleich. Ich brauche eine Mikrocontroller-Steuerung für das Ding, weil ich will sowas Verrücktes machen können, wie über Nacht Rüttelzyklen, so 5 Minuten lang heftig rütteln, dann so ein bisschen durchschäumen, dann eine Stunde lang stehen lassen, dann wieder rütteln, lauter so ein Käse. Ja? Ich meine, hey, warum? Weil ich es kann. Und da muss ich das Ganze noch irgendwie auf einer Grundplatte befestigen, auf einer, die einigermaßen schwer ist, weil das macht sonst echt eine ganze Menge Krach, weil das sehr stark vibriert, ne? Liegt in der Natur der Sache. Gut. Ich sag's euch gleich, wenn ihr in die Kommentare hier unten irgendwelche Diskussionen reinschreiben wollt, ob das mit dem Dampfen jetzt eine gute Idee ist oder eine schlechte oder whatever, das lösche ich einfach, ohne nachzufragen, weil ganz ehrlich, ich bin ein erwachsener Mann, ich kann machen, was ich will, solange es nicht verboten ist. Und lasst euch darüber woanders aus, okay? Ich möchte allerdings noch mal ganz kurz ein bisschen Werbung machen, nämlich für die gute Daria von e-smoggy.de. Der Name von dem Laden ist zwar bekloppt, aber der Laden ist super. Kaufe ich meinen ganzen Knäppel mal ein, verlinke ich vielleicht unten. Könnt ihr mal reinschauen, ob ihr da was findet, was euch taugt. Und, ne, überhaupt. Ja, dann würde ich mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüssing. Apfelküche.